Kurz vor dem Neujahrsfest Nowruz brennen Feuer auf den Dächern der Wüstenstadt Yazd. Schon lange bevor der Islam das alte Persien eroberte, galt das Feuer hier als reinigendes Element, als Symbol des Sonnenlichtes, ohne dass es kein Leben gibt. In der Neujahrsnacht sollen die Feuer den Toten den Weg hinauf in den Himmel weisen. Marco Polo nannte sie einst die Edle, die alte Handelsstadt an der südlichen Seidenstraße. Yazd, das Wort bedeutet Ort des Gebetes. Manche sagen auch, es bedeute Gefängnis. Hohe Berge und die Wüsten Kavir und Lut umgeben die Stadt 700 Kilometer südöstlich von Teheran. Yazd ist mehr als 2500 Jahre alt und hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Als arabische Moslems im 7. Jahrhundert das alte Perserreich zerstörten, verschonten sie Yazd, da sie die Wüstenoase strategisch für bedeutungslos hielten. Viele Zoroastrier, die Anhänger des Propheten Zarathustra, flohen hierher in die Wüstenoase. Dank ihrer guten Handelsbeziehungen erblühte Yazd als Umschlagplatz für Seide und Teppiche. Heute wohnen gerade noch 6000 Zoroastrier in Yazd. Neben der schiitischen Bevölkerungsmehrheit sind sie eine religiöse Minderheit, die großen Wert auf den Erhalt ihrer Traditionen legt. Der Lehrer Kurosh und seine Frau Parimars leben mit ihren 4 Kindern in Teheran. Aber zu den Neujahrsfeierlichkeiten, die sich über 2 Wochen hinziehen, kommen sie alljährlich ins Stammhaus der Familie nach Yazd zurück. Dann wird auch der alte Lehmofen wieder angefeuert. Ich bereite Nowruz-Brot vor. Das tun wir alle. 5 Tage vor dem Neujahrsfest backen wir für die Verstorbenen und bitten um Segen für unser Haus. Dann essen wir es.